Herzlich willkommen zum Franconian und Western Telegram. Seit einigen Jahren präsentiert Märklin zu Weihnachten ein Aktionsvideo. Waren diese in den vergangenen Jahren eher traditionell ausgestaltet, ist das diesjährige Video etwas anders geworden. Verbunden mit dem Video ist eine Rabattaktion auf ausgewählte Startpackungen. Drei an der Zahl, zwei von Märklin, eine von Trix. Leider hat es Märklin hier versäumt, sowohl den Gartenbahnbereich als auch die Spur-N-Bahner zu berücksichtigen. Baut da jemand einen Bauzug und braucht noch eine passende Lok? In Zusammenarbeit mit Helian bringt Lemke exklusiv drei Lackierungsvarianten der beliebten NOHAB-Lokomotiven auf den Markt. Viele der ursprünglich für die dänischen Staatsbahnen gebauten Maschinen fanden nach ihrer Staatsbahnzeit eine neue Heimat im Bauzugdienst und damit auch in Deutschland. Mehr als 50 Betriebsjahre haben diese mittlerweile auf dem Buckel. MY 1151 kommt mit dem an die Kansas City Southern angelehnten rot-gelb-schwarzen Farbkleid, das sie im Dienste von Eichholz respektive Strabag von 2008 bis 2010 trug. Ebenfalls für Eichholz im Dienst steht MY 1147. Das dunkelblaue Demonstrator-Design von GM hatte sie von 2006 bis 2012. Heute noch in unterschiedlichen Rottönen mit gelben Zierstreifen auf den Schienen anzutreffen, ist schlussendlich MY 1149, die für Altmark Rail Bauzüge bespannt. Alle Modelle sind als Zweileiter mit Sound und Dreileiter mit Sound ab sofort erhältlich. Bei den Soundmodellen steckt auf der 21 MTC-Schnittstelle werkseitig ein ESO LogSound 5 Decoder. Wem das hier alles zu Spur-H0 lastig ist, der sei an Christian verwiesen, der mit seinen Spur-N-Nachrichten ein ganz ähnliches Format gestartet hat, sich dabei aber auf den Maßstab 1 zu 160 konzentriert. Hallo Freunde des Glaskastens, bevor es gleich losgeht, wer weiß, welche Baureihe auch Glaskasten genannt wird? Die Auflösung gibt es später. Dies ist Spurendlich Stadt H0 mit den Spur-N-Nachrichten vom 13. November 2020. Eigentlich hätte an diesem Wochenende das Trainfest, eine der größten Modellbahnausstellungen der USA, in Milwaukee, Wisconsin stattfinden sollen. Traditionell stellen dort zahlreiche Hersteller Neuheiten vor. Da die Show dieses Jahr ausfallen muss, gibt es einen virtuellen Event, der auf Facebook ausgestrahlt wird und im Nachgang auf YouTube weiterhin zur Verfügung stehen wird. Und die eine oder andere Neuheit wird vermutlich in Kürze auch hier vorstellig werden. Das war die fünfte Ausgabe des Telegramms. Vielen Dank für das große Interesse und bis zum nächsten Mal.